Hallihallo und herzlich willkommen. Aua! Leck mich doch. Alle Marsch. Nee, kriegst mich nicht. Vielleicht kriegst du mich doch. Rille mal, rille mal. Dünner, dünner. Dünner, dünner. Zam. Oh. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen anlegen sollte hier. Ich glaube, ich hau lieber ab. In your face. Komm. Und kriegt, oh, kann ich nicht mehr kontern. Eindeutig zu viele, finde ich. Alter. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ja, schlag doch ohne Vorwarnung zu, hast ja recht. Komm, ein bisschen Leben wäre gut. Ich hau jetzt noch ab. Macht's gut. Tschüss. Aua. Hey. Hör auf, Zählerfassung zu machen. Was ist den Hauptquartier? Ich komme. Warum ist alles zugebaut? Und warum kann ich nirgendwo hochklettern? Fickt euch. Ja. Euch brauche ich, Leute. Oh oh. Kommt alle hier hoch. Kommt hier hoch. Oh oh, fuck. Jetzt kommen sie. Fick dich. Alter, was geht denn hier ab? Warum schlagen die alle wie Bescheuerte auf mich ein? Die haben sie nicht mehr alle, haben sie die. Das ist ein Gemetzel hier oben nur noch. Alter. Gut, flieg. Mein Kleiner. Ja, und du musst natürlich noch rummucken, weißt du? Boah, nerv. Dieses Abgeschlachte von Leuten. Einfach nur, weil die es nicht lassen können. Ihr verbreitet viel Spaß. Den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Auf geht's. Komm, nimm die Fehler. Ja. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit.
Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Und das werden wir machen. Aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Robert besucht Maid Adins Begräbnis. Das ist der Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Und das werden wir auch tun. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei dieser Mission. Es wird auf jeden Fall die finale Mission sein. Der finale Attentat. Wünscht mir Glück. Ich wünsche euch Spaß. Das ist eine Win-Win-Situation. Ihr habt Spaß und ich habe Glück, ne? Weil ich glaube nicht, dass die einfach wird. Oh, der, guck mal, hier, der ist eben gerade gut gesprungen. Hätte ich nie gedacht. Und hier vorne ist die auch eigentlich. Die ist, glaube ich, hier schon gleich. Vorne. Geht schnell! Komm. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Anta Hofala! Ich himmel das. Was tut der Mann? Alter, die Soldaten sind irgendwie aggressiver geworden. Alter! Das ist gerade echt schlimm geworden. So, hier. Ja, ja, bitteschön. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, in Ordnung. Das sind wir ihre Freunde, die hätten eigentlich helfen können, aber die kommen natürlich erst später. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe und nicht verstehen möchte. Und dieses Begräbnis. Aber wir kommen da nicht rein. Einfach so. Geht nicht. In den anderen Teilen kann man mit zwei versteckten Klingen zwei Leute gleichzeitig ausschalten. Geht hier aber nicht. Hier muss man wirklich über die Dächer gehen. Ansonsten kannst du es echt knicken. Hier vorne. Oh, Nostalgie. Ich erinnere mich. Warte mal, die Weisen. Von denen erzählt wurde. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren! Du entkommst mir nicht! Haltet doch! Ach, fick dich doch! Komm hierher zurück! Du siehst mich gar nicht. Nein! Du gehörst mir! Es artet schon wieder im Chaos aus, ich merk's. Warum? Vor allem, ich sage auch noch, die Weisen könnten uns ja helfen. So eine Granate wäre jetzt richtig geil. Einfach instant tot alle hier. Diese Massen einfach auch. Diese Massen. Weil ja ein Mensch nicht reicht, ne? Wir müssen ja eine ganze Armada auf einen Menschen zuschicken. Weil es so fair ist. So ein Mann... Ich sag ja nur Mann-gegen-Mann-Kampf. Na gut, wenn man gegen Cobra LP spielt, dann ist es auch kein Wunder. Dann braucht man natürlich instinktiv Hilfe. In Magen war der, glaube ich. Ich habe auch nicht viel mehr gesehen als ihr. Fertig.
Alter, nein, Alter. Geh doch sterben. Du Drecksgesicht, hier. In der stupid Magenhole. Ich glaube, jetzt haben wir auch den Eingang gesäubert. Kommt nicht näher. Tretet jetzt zurück. Gut, warte mal, hier waren die Heiligen, ne? Die Heiligen. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entfernt. Ah, ich glaube, wir haben die gerade befreit. Deswegen haben wir so viel auf die Fresse gekriegt. Nein, das sind noch... Wo sind die... Wo sind die scheiß Krüppel von Gesandten, die auf die scheiß Beerdigung möchten? Wollen. Rage Mode aktiv. Vielleicht können wir hier ein bisschen mehr überblicken. Auf jeden Fall, hier ist die Beerdigung und da vorne ist auch schon unser Feind. Den sehe ich jetzt schon. Aber ich möchte gerne wissen, wo die Weisen sind. Da können wir nämlich direkt hautnah da dran. Komm, Adler, hau ab. Ja, 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 pipapo, da vorne ist die Beerdigung. Schön, dass wir sie gesehen haben. Freu, freu. Und runter damit. Irgendwie sind hier ja keine Weisen, die irgendwie helfen könnten. Nicht wirklich. Also ich sehe hier, ich sehe die auf jeden Fall nicht. Und auf geht's nach oben. Hätte ich eigentlich gleich am Anfang schon machen können. Hehe. Aufnahme gestartet. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Oh fuck. Wir haben hier, glaube ich, ein paar Freunde mit in Bezug auf Bogenschützen, genau. Alter. Die fucking Bogenschützen nicht wehren. Wäre das Ganze ja definitiv viel einfacher.
Ja, Stamm. Oh. Fick. Das ist der Robert Sable. Wir müssen diese Kack-Bogenschützen irgendwie ausschalten, weil die ziehen uns echt runter. Alter, guckt euch das mal an. Ja, weiß. Hm. Und weg damit. Haben wir dich. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Dieser kleine Scheißer hier. Du hast mich genervt. Der Umstand, die Viecher. Zack. Flucht, wir müssen dringend flüchten. Tja, sie war nicht unser Ziel. Nein, war sie nicht. Sie war lediglich eine... Wo sind die gerade gespawnt? Lediglich eine Ablenkung, damit unser eigentliches Ziel, der Robert, flüchten könnte. Und wie es aussieht, haben wir ein größeres Problem, als wir es je gedacht hatten. Während wir flüchten, kann ich etwas kurz erzählen zu der Frau, die wir eben gerade gesehen haben. Die spielt in einem Zwischenteil, den ich jetzt nicht unbedingt anspielen möchte, weil das ist für die PS Vita, glaube ich, war das. Ja, nur für die PS Vita, in Anführungszeichen. Also eigentlich relativ unspektakulär. Und die spielt noch eine Rolle für unsere Nachfahren, also sprich für die nächsten Teile, die da entstehen. Und ich kann ja mal einen Link da reinstellen. Es gibt Leute, die haben da ein LP von gemacht und ganz nett, man kann am Anfang mal reingucken. Aber ich kann es auch eigentlich schon verraten. Sie wird noch... Wow. Sie wird auf jeden Fall noch ein Kind haben mit einem Assassin. Juhu. What the fuck, wenn sich seine gedenken. Aber es wird wirklich so passieren und sie wird dann ausschlaggebend für die folgenden Teile. Wir sind die wenigsten, aber wirklich. Echt kein Spaß, Leute. Voll ernst. Ach du Scheiße. Jetzt kommt die Armada an. Verteidigt die Stellung. Zack, das geht hier gerade reihum. Hier noch jemand. Oh.
Gut. Sonst noch wer? Ich. Komm, dann geh auf. Dann geh auf. Tür, öffne dich. Hallo? Wo haben wir denn hier noch Feinde? Bitteschön. Die sind doch alle weg. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist kein Mensch mehr, der ihn verfolgt. Aber aus irgendeinem Grund werden wir noch verfolgt. Wisst ihr einfach nur, weil es geht. Man kann ihn ja verfolgen, deswegen müssen wir ihn ja, ne? Klar. Muss ich hier wieder hochklettern, damit wir hier versteckt bleiben können, ne? Schade eigentlich. Dämlich gemacht. Mit dem Verstecken. Der Typ hat uns auch gejagt. Der hat uns Ärger gemacht, oder wie? Ja, jetzt fallen wir hier wieder runter und dann fallen wir gleich wieder in die Arme von irgendwelchen scheiß Wachen. Nein, doch nicht. Oh, oh. Schade eigentlich. Jetzt hatte ich hier Leute eliminiert auf dem Dach und wollte mal gucken, ob die reinfallen. Aber nein, natürlich geht das nicht. Gut, weiter geht's. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Gut, und ich werde auf jeden Fall jetzt mich noch einmal das letzte Mal verabschieden. Und eigentlich war ich da, hatte ich die Vermutung, dass es doch fertig ist, dass wir fertig sind mit dem Spiel. Aber anscheinend doch noch nicht. Gut, dann in der nächsten Folge das große Finale. Macht's gut. Tschüss. Wir wurden völlig in die Irre geleitet. Robert war nicht da und wir konnten niemanden töten. Das letzte Ziel, Robert, konnte fliehen. Anscheinend hat Robert einen Plan ausgeheckt und ich dachte, es wäre schon das Ende vom Spiel. Ist aber nicht. Wir haben noch den Höhepunkt des ganzen Spiels, der kommt jetzt gleich, sprich der Finale. Habt noch viel Spaß. Schaltet auf jeden Fall die nächste Folge wieder ein. Macht's gut und tschüss.